Jo, moin Leute, da melde ich mich auch zum Thema Melanie Müller mal mit einem kurzen Statement, weil so viele mir schreiben bei Instagram und so weiter und ich will gar nicht so, ich hatte mir das überlegt, will ich dazu was machen, mache ich dazu was mit Axel zusammen und so weiter und bei YouTube und ich habe das Gefühl, man muss schon was dazu sagen, weil es doch viel darüber aussagt, was teilweise in Ostdeutschland los ist, muss ich sagen. Ich soll kein ostdeutsches Bashing sein, aber es ist halt teilweise dort nur möglich, so komisch und so hart das klingt. Ich habe selber über 10 Jahre in Ostdeutschland gewohnt. Ich fühle mich dem sehr verwurzelt. Ich habe dort viele Freunde, ich bin dort gern unterwegs und ich möchte hier nicht pauschalieren. Und wenn man das sieht und das Statement dann von Melanie Müller, sie hat da zicke-zacke, was weiß ich, gesagt und so ein halbes Statement und jetzt das Jammer, Jammer. Für mich ist in dem Video eindeutig zu sehen, wie ein Hitlergruß gemacht wird. Und es ist auch keine Situation, ich wüsste auch keine Situation, also ich selber kenne mich aus, ich habe weit über 10 bis 15 Jahre habe ich selber abgehitlert. In diesen Situationen, ich wäre ein Teil dieses Publikums gewesen. Ich hätte es hart abgefeiert damals, wenn so jemand wie Melanie Müller, ich weiß zwar nicht, wie sie berühmt geworden ist, aber sie ist nun mal berühmt und dann meldet sich so ein unwichtiges Würstchen, wie ich es bin, zu ihr. Aber es geht nicht darum, wer jetzt hier prominent ist, sondern es gibt für mich keine Situation mehr, wo man abhitlern sollte. Also dann haben mir auch Leute ein Video geschickt von 1970 von einer Karnevalsveranstaltung. Damals war das noch alles in Ordnung, wenn dann jemand dort die Massen dazu gebracht hat, auf Sieg mit einem Heil zu antworten. Digga, wer immer mir das geschickt hat, diese Leute, das ist 50 Jahre her, das war eine Karnevalsveranstaltung, das ist 50 Jahre her. Gott sei Dank haben wir uns in 50 Jahren weiterentwickelt. Gott sei Dank. Scheiß Whataboutism. Steckt euch euren Scheiß Whataboutism im Arsch. What about 1944, 45 im Führerpunkt, da war Abhitlern auch noch in Ordnung. Ja. Aber Gott sei Dank ist das Dritte Reich dann besiegt worden und dann war Abhitlern nicht mehr in Ordnung. Und auch 1970 ist es Leuten aufgestoßen, und da hieß es nicht, das war für alle okay und super so. Und jetzt, 50 Jahre später, ist es erst recht ein No-Go. Abhitlern ist einfach keine Sache. Und jetzt dieses Statements von Melanie Müllers Ex-Ehemann, noch Ehemann, der irgendwie auch Thor Steiner trägt. Und ey, Leute, scheiß Thor Steiner tragen. Thor Steiner tragen Neonazis oder rechtsaffine, rechtsoffene Leute. Ich habe keinen in meinem Freundeskreis, der je auf die Idee kommen würde, Thor Steiner zu tragen. Ich sehe das auch bei mir nicht im Freundeskreis. Ich sehe es auch nicht, wenn ich unterwegs bin. Ich sehe es nicht bei Vorträgen. Ich sehe es nicht mit Menschen, denen ich zu tun habe. Ich sehe es nirgendwo, sehe ich Thor Steiner. Das ist schon ein spezielles Klientel, die sich Thor Steiner kaufen. Und wenn ihr neuer Typ sich Thor Steiner kauft, okay, ja, dann mag das so sein. Und wenn Melanie Müller so tut, als wenn sie sagt, dann habe ich alles keine Ahnung, das ist ja mein Mann und so weiter. Digga, ich beschäftige mich doch auch damit, was Marisa zu Hause trägt, was meine Frau zu Hause trägt oder was die sagt, wo die sich rumtreibt, mit wem die abhängt, das kriege ich doch auch mit. Wenn Marisa auf einen Tag mit Islamisten rumhängen würde, würde ich das mitkriegen. Wenn ich mit Neonazis rumhängen würde, was ich hoffe, mit gar keinem Extremist passiert, würde ich das irgendwie mitkriegen. Wenn sie komische Klamotten tragen würde, wo Runen drauf sind und sonst irgendwas, würde ich sie zumindest ansprechen, warum trägst du auf einmal diese und diese Sachen? So, dann kommt ein Booking rein. Also, ich werde auch sehr viel gebookt. Ich bin in ganz Deutschland unterwegs, europaweit auch mit meinen Vorträgen als Speaker. Und selbst ich gucke, who the fuck books me? Ja? Also, wer bucht mich? Und wenn jetzt mich die Rowdies Eastside gebucht hätten, ich kriege eine E-Mail rein und da heißt es, Rowdies Eastside feiern 5-jähriges Hooligan-Bestehen in Leipzig. Hätte ich gesagt, nein. Ich gucke auf den E-Mail-Absender, ich gucke, wer mir da anschreibt. Selbst, also egal was, ich bin auch in Clubs gemietet zu Lesungen und zu Vorträgen und so weiter. Und selbst da gucke ich mir an, was sind das für Clubs, wer ist da schon aufgetreten und so weiter. Und spätestens bei Rowdies Eastside hätte ich mal geguckt, okay, keine Ahnung, Rowdies Eastside könnte ja auch, könnten auch Typen sein, die irgendwie mit Autos irgendwas machen, durch die Gegend rasen oder tunen oder sonst was. Klar kann das sein. Aber trotzdem guckt man dann nochmal. Und selbst wenn du es nicht tust, wenn du deiner Sorgfaltspflicht nicht nachkommst, wo du auftrittst, dann spätestens, wenn ich in die Location reinkomme, da in Leipzig, und ich denke mir,
Das ist schon ein optisch merkwürdiges Klientel. Aber so achtsam ist man nur, wenn man dieses Klientel vielleicht merkwürdig findet, wenn die alle Yakuza, Thor Steiner und irgendwelche Rechten und Hooligan-T-Shirts tragen. Aber wenn man das okay findet, wenn der eigene Partner die vielleicht auch trägt, dann fällt einem das gar nicht mehr auf, weil man ist gar nicht achtsam dafür. Dann gab es diese so halben Ausreden. Also ja, Melanie feuert ja sonst ihre Fans auch an, wenn sie so mit dem Mikro rechts hält und dann so Schlager macht und so. Von mir aus. Auch nicht jeder, der im Stadion so macht und so weiter, ist ein Hitlergruß. Da gab es auch schon mal was. Digga, aber egal, wie man das Video guckt, es ist der rechte Arm, der so gemacht wird. Es ist der rechte Arm. Und es gibt, ich habe das noch nie gesehen, dass irgendjemand, das ist auch ein ganz klassischer Gruß, der so von der Brust so gemacht wird. Da, in welcher Situation, schreibt es mir hier drunter unter dieses Video, in welcher Situation machst du diesen Gruß, wenn es nicht ein Hitlergruß ist? Da gibt es nichts anderes, was das sein könnte. Aber okay, du siehst die ganzen Leute, denkst dir merkwürdig. Okay, sehen aus wie mein Typ. Da hätte man spätestens auch schon mal abbrechen können. Scheiß drauf, ob du da 1000, 2000, 5000 kriegst. Ich weiß nicht, was eine Melanie Müller kriegt. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie die berühmt geworden ist. Ich weiß es einfach nicht. Es tut mir auch leid. Aber du bist nun mal in der Öffentlichkeit und spätestens dann hätte ich doch gesagt, nee, hier breche ich ab oder hier trete ich nicht auf. Aber was ist es dann? Ja, okay, kommt nicht raus. Bleibt unter uns. Das ist für die guten Kameraden. Der eigene Mann sagt, ey, mach dir da keine Sorgen. Das sind doch alles Jungs. Die kenne ich hier noch von früher oder sonst irgendwas. Und Digga, Klage incoming. Von mir aus. Lass machen. Lass durchziehen. Bitte. Komm. Ja, weil das ist besonders Leute, die so in der Öffentlichkeit stehen. Ich als ehemaliger Neonazi hätte das gefeiert, wenn das so gemacht worden ist. Hätte ich gesagt, geil, die hätten wir... Hätten wir hochgefeiert. Dann habe ich nochmal richtig abgekostet. Dann habe ich was gelesen. Dann als Kommentar, wisst ihr, warum Melanie Müller nicht recht sein kann mit ihrem neuen Freund? Wisst ihr, warum die nicht recht sein können? Die hatten ein kolumbianisches Kindermädchen. Ach, Wahnsinn. Ein kolumbianisches Kindermädchen schützt davor, Neonazi zu sein. Ich denke, dann ist in Südafrika was richtig schief gelaufen bei der Apartheid, weil die ganzen weißen Siedler, ich glaube, nur schwarze südafrikanische Menschen hatten, um ihren Haushalt zu führen, um ihr Land zu führen. Dann war ja alles easy, verstehe ich gar nicht. Wie konnte man in Südafrika über Rassismus sprechen? Also, wir haben ein kolumbianisches Kindermädchen, da schiebt man uns in die rechte Ecke. Eine Frechheit von den Medien. Apropos Medien, dann gehe ich unter die Kommentare von dem Video, die sind jetzt natürlich limitiert, weil Shitstorm incoming und das ist kein ungerechtfertigter Shitstorm, das ist ein Shitstorm, den hat man zu Recht verdient, da ist man auch zu Recht verdient. Hier ist auch nicht hier so, tut mir leid, ich habe mich mal so leicht verrannt, ich habe was Dummes gesagt, womit man ein bisschen angeeckt hat. Hitlergruß und Siegheilrufe im Publikum, die man irgendwie toleriert, irgendwie sieht und nicht sofort abbricht, sich nicht kommentiert. Da kannst du dir mal ein Beispiel an einen anderen Star sehen, was sehe ich an Tobias Ginsberg beispielsweise, hatte letztens jemanden, der sich beschwert hatte aus dem Publikum, dass jemand gemeckert hat, dass er Witze über die AfD macht, hat er gesagt, er möchte diese Menschen dann nicht in sein Publikum, hat ihn dann den Eintrittspreis setzt. Oder Finch hat mal jemand vom Konzert geschmissen, glaube ich, die auch abgehitlert haben. Aber dazu muss man die Leute dann auch scheiße finden, ne? Dann muss man auch klar positioniert sein als Demokrat und sagt, nein, Rechtsextreme und Neonazis möchte ich auf meinen Konzerten nicht haben. Aber wenn die natürlich abfeiern und die gehören vielleicht zum Bekannten- oder Freundeskreis, das weiß ich, kann ich nicht unterstellen, aber es gibt ja Tendenzen dahin und ich, wie gesagt, für mich bleibt es dabei, Thorsteiner, kommt da mit in die Ecke. Und dann jetzt dieses Gejammer, die Medien. Die Medien wollen Melanie Müller kaputt machen. Nee, das hast du selber. Ich selber habe mich ins Ausgeschossen, weil ich abgehittert habe, weil ich den Nationalsozialismus gefeiert habe. Und es ist nicht vergleichbar von dem, was ich gemacht habe, zu dem, was dort gemacht worden ist. Das ist nicht vergleichbar. Wir wollen hier kein Whataboutism machen. Und hier jetzt das so zu sagen, ist alles halb so schlimm und die Medien bauschen das auf und so weiter. Nein. Und dass diese Akzeptanz da ist, in so einer Gaststätte, Kneipe, auf einer Veranstaltung,
wo irgendwelche Typen rumstehen und mehrfach hintereinander Sieg, Heil, Sieg, Heil, Sieg, Heil brüllen und so, ist beschämend, dass das möglich ist in Leipzig, in Sachsen. Das ist ein Trauerspiel. Auch für die ganzen Leute, die da vor Ort waren. Ich weiß, das ist sehr schwer. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich erwarte nicht, weil ich das heute auch nicht mehr machen würde, wenn ich dann da 10, 20 oder von mir aus 50 Leute sehen würde, die dann da abhitlern und dementsprechend aggressiv und sonst was sind. Muss man da auch nicht hingehen und die alle in die Schranken weisen und sonst was. Ja, weil dann kann man selber zum Opfer werden. Aber es ist die Partys der Rowdies Isza. Ich meine, die hießen vorher Bruderschaft 18. Was hast du gedacht, wofür steht die 18? 18 Leute, 18 Arme, was weiß ich. Also wer die Zahlencodes von Rechtsextremisten nicht entschlüsseln kann und die noch nie gehört hat, what the fuck, auf welchen fucking Planeten lebst du? Ja, und einfach schon die Optik-Sache dieser Leute. Aber dann hättest du abbrechen müssen, Du hast jederzeit die Möglichkeit, ein Mic-Drop zu machen. Das kannst du jederzeit. Ein Mic-Drop, ich bin raus. Und richtig stark wäre gewesen, wenn du einen Kommentar gemacht hast. Aber jetzt im Nachhinein rumjammern. Mir geht's so schlecht, ich lieg im Bett. Mir tut der rechte Arm weh, weil ich da Muskelkater vom Abhitlern habe und ich möchte jetzt Mitleid haben, dann den Hund mit aufs Bett ziehen und mir geht's so schlecht und so weiter. Ich will mich nicht über deine Gesundheit lustig machen, weil ich es war in den Medien, du hast einen Schlaganfall, da wünsche ich gute Besserung und ich hoffe, du bestehst das. Aber jetzt das Gejammer, was da über mich kommt und mich in die rechte Ecke zu stellen. Du hast dich nicht nur in die rechte Ecke gestellt, du hast mitgemacht, du hast dich da nicht nur hingestellt und applaudiert, sondern das hier ist eindeutig, da gibt's für mich keine fucking Diskussion drüber. Und ich betrachte das als ehemaliger Neonazi, der sich heute gegen Rechtsextremismus stemmt, gegen auch Linksextremismus und auch gegen Islamismus, ist das eine ganz fürchterliche Botschaft. Das hättest du mindestens machen können. Aber dann so in diese Location zu gehen und da mitzumachen und so eine Buchung überhaupt anzunehmen, das nicht zu kontrollieren, keine Ahnung. Vielleicht kommst du um die Ecke und sagst, ja, es hat mein Mann gebucht oder Management, ich weiß gar nicht, ob dein Mann dein Management ist und so weiter. Ja, dann ist er halt das Problem, aber trotzdem hast du eine Sorgfaltspflicht. Ich meine, du bist jetzt nicht, keine Ahnung, du bist jetzt nicht irgendjemand, der jetzt nicht mehr seine eigenen Auftritte mal drüber checken kann. Ich weiß nicht, wie viele Auftritte hat man im Monat, ich weiß nicht, wenn man 20 Auftritte hat, ich meine, dann lässt man sich die einmal eine Excel-Tabelle ausdrucken und guckt da drüber und dann stolpert man drüber und sagt so, ja, hier, Diskothek XY, Ballermann und dann was weiß ich, was für ein Scheiß und dann steht da auf einmal Rowdies Leipzig, keine Ahnung, ich hätte trotzdem geguckt, bei Rowdies Eastside hätte ich trotzdem geguckt, einfach, vielleicht bin ich achtsamer, aber ich meine, du selber kommst, Melanie Müller kommt aus dem Osten und hat sich dann ja auch so Tattoos gemacht, herzlich willkommen im Osten oder so, auf der Arschbacke mit der Baseballkeule oder keine Ahnung, gibt's ja diesen, hier den Sandmann oder so, ja, und ist, so weltfremd sehe ich das nicht und dann, damit so um die Ecke kommen, finde ich einfach, ist erbärmlich, ist traurig und, dazu zu stehen, bringt jetzt auch nichts und das einzugestehen und sonst was zu entschuldigen, weil das steckt irgendwie in einem drin. Wenn man einen Hitlergruß macht, das steckt in einem drin. Das sind nicht so Äußerungen von einigen anderen. Und dann kommen ja auch noch so irgendwelche Fratzen um die Ecke. Digga, ich bin im Internet-Game echt raus. Ich kenne einige große YouTuber und Twitcher, denen ich auch folge. Die haben schon für viel, viel weniger einen Shitstorm bekommen, wenn ich nur bei Montana Black dran denke, wenn der manchmal nur irgendwas sagt, was der für einen Shitstorm kriegt. Das ist alles so dermaßen entfernt von einem Hitlergruß und sonst was. Und jetzt kommt dieses Gejammer. Aber dann kommen noch irgendwelche Leute aus dem Internet um die Ecke, von denen ich noch nie gehört habe. Und jetzt, verstehe das jetzt nicht falsch, jetzt setze ich mich nicht hier hin und ich sage, boah, ich bin so toll Internet, ich wollte es nie sein, ich hasse es, im Real Life zu erkennen werden. Ich hab kein Fame gesucht und will ich auch nicht und habe ich auch nicht. Aber dann fühlen sich Leute aus irgendeinem Mikrokosmos des Haus der Superstars, Sex am Strand, keine Ahnung, wie die ganzen Shows heißen. Ich guck sie echt nicht. Ich guck sie nicht. Ich habe von diesen Menschen keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die aussehen. Die sind für mich alle austauschbar. Ja, du kannst mir 30 von denen hinstellen. Die sehen alle gleich aus, mit dem gleichen Haarschnitt, mit den gleichen Tattoos, mit den gleichen Muskeln, mit der gleichen Perle an der Seite. There's no fucking difference, ja. Es ist einfach, ich bin raus aus dem Game, vielleicht mit 44, ich bin einfach auch nicht mehr Zielgruppe, ne? Aber die kommentieren dann darunter. Ein Kommentar ist mir da aufgefallen, so von einem Dr. Sinzen. Keine Ahnung, wer ein Dr. Sinzen ist. Ich dachte, wirklich. Hat der einen Doktor?
Hat er als junger Mann einen Doktor und ist dann irgendwie zu Hause Superstar, kommentiert dann auch, oh Melanie, ich stehe bis ans Ende der Tage an deiner Seite und lass dich nicht unterkriegen und das ist alles halb so schlimm. Das kann nicht sein, dass die Medien da auf dir rumhacken. Man halt deinen... Ja, so rum. Von Melanie kommt er ja so von unten. Digga, beschäftige dich doch erstmal damit. Was? Was? Du bleibst bei ihr. Ja? Fühlen sich dann irgendwelche Leute dazu, weil sie irgendwie geil sind oder weil sie befreundet waren oder sonst was. Digga, schreibt drunter, Melanie geht gar nicht, Hitlergruß geht gar nicht, Millionen Menschen sind in den Tod getrieben worden, den Holocaust, Millionen Menschen in ganz Europa von allen möglichen Ländern sind in den Tod getrieben und dem ich immer selber hinterhergelaufen bin, wofür ich mich zutiefst schäme. Und dann wird das so abgetan, so, ja, Medien werden sich schon wieder beruhigen, Süße, halt durch. Wart, halt dein, ich sag's immer, halt dein Maul. Es waren keine Personen persönlich, ja, es waren alle, die da so drunter schreiben. Ja, das muss man manchmal auch spüren, das ist das, was wir aus der Gesellschaft raushaben wollen. Gerade in Zeiten, wo Menschen sich wieder radikalisieren, mehr Leute anfällig sind für irgendwas, dann kommt das so um die Ecke und immer wieder ist es dann ja auch in diesem Gebiet, ist es dann in Sachsen, ist es dann in Thüringen und so weiter. Und das ist eine Sache, wo wir hingucken müssen, auch wenn Leute sich da drin dann verlieren und Leute auch mit Reichweite und so weiter. Das sind gefährliche Dinge, die da passieren, ja. Und ich finde es fürchterlich, wenn die dann Öffentlichkeit kriegen, dementsprechend von Menschen bezahlt werden, von Medien bezahlt werden und so weiter und hintenrum fremdenfeindlich sind, antisemitisch sind. Und dann, wenn sie dann in einer Feier sind und dann auf einmal bei so einer Feier bricht das aus jemand raus und dann kommt Hitlergruß und dann wird dann mit denen abgefeiert und abgesungen und so weiter. Und ich hoffe, dass die Staatsanwalt hier durchgreift, dass hier Anzeigen kommen. Es wäre beschämend wieder für die Staatsanwaltschaften und dazu wird auch ein Beitrag kommen zu dem Urteil in Fretterode von Thüringen, was ein absolutes Schandurteil ist, dass hier auch mal durchgezogen wird. Und wenn es finanziell wehtut, von mir aus, sollen sie hier da richtig, richtig finanziell einen reindrücken. Aber Hauptsache, es kommt eine Verurteilung. Jeder andere, hätte ich das gemacht auf einer Feier als ehemaliger Rechtsextremist vor vielen Jahren oder sonst irgendwer, würde dafür auf jeden Fall verknackt werden, würde auf jeden Fall eine Anzeige für kriegen. Ich bin gespannt, was hierbei rauskommt. Ich hoffe, dass die Staatsanwaltschaften sich hier nicht abducken und so weiter. Und ich hoffe, dass die Menschen da auch dranbleiben. Und ich bin gespannt, was für Statements da so kommen werden. So einfach mache ich das nicht. Der ganze Ablauf aufzutreten bei Rowdies Eastside Bruderschaft 18 in so einem Club mit den Leuten, die da sind, dort wird sie geil gerufen, dort wird so abgehittert, es ist diese Handbewegung, sie ist für mich eindeutig, es ist der rechte Arm, ist auch nicht der linke Arm, nicht irgendwas vertauscht oder sonst irgendwas, ist einfach too much, egal welche Ausrede da kommt, bin ich absolut raus. Ist eine Person, mit der ich mich vorher auch nicht beschäftigt habe. Aber ich sehe die Gefahr, wenn so eine Leute auftreten am Ballermann und sonst irgendwas und so weiter, wird es immer wieder kommen, wird es jetzt passieren. Und ich möchte auf keine Veranstaltung gehen, wo abgehitlert wird und irgendjemand auf der Bühne steht, das genauso macht. Also steckt euch den scheiß Whataboutism ab, steckt euch das ab. Ja, die Presse schießt sich ein und alle sind jetzt gegen Melanie Müller. Das hat sie sich selber eingebrockt. Und wer sich mit den Kommentaren beschäftigt, unter vielen Zeitungsartikeln oder auch bei Melanie Müller drunter, oh, da schreiben auch schon sehr spezielle Menschen drunter. Dann empfehle ich immer, wenn ihr die Kommentare anguckt, wer ihr jetzt beisteht, dann geht mal auf die Profile rauf und guckt euch mal an, was die so liken und was die so sonst kommentieren. Das ist immer sehr, sehr spannend, denn die hat sich dieses Klientel jetzt selber rangezogen, was alles so rechtsaffin, rechtsoffen ist und sehr AfD-nah, bis hin zu NPD, so Fußballrechts und so weiter. Da ist ein schönes Klientel drunter, was da jetzt kommentiert. Und das sagt für mich sehr viel aus. Nur mal so ein kurzes Statement, weil mich so viele danach gefragt haben. Für mich ist das eindeutig, ist ein Hitlergruß, gehört verurteilt und die Frau gehört raus aus den Medien und kann ihren Mann gleich mitnehmen. Ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi aus dem Hotelzimmer und nicht von der Küste. Ciao, Kakao, Leute.